Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr am Titel gesehen habt, geht es heute um meine aktuelle Pflegeroutine. Ich bin heute ungeschminkt und ich finde, in solchen Videos ist es auch wichtig, euch zu zeigen, dass hier, also was heißt das hier? Also hier diese Rötungen, Texturierung und sowas. Das ist bei mir zurzeit normal. Ausraster kommt vom letzten Video. Ich verlinke euch das Video einfach hier beim i. Und zwar habe ich euch meine Erfahrung zu YouTuber-Produkten erzählt. Und es gibt ein Produkt, auf was ich sehr stark reagiere. Ich kann da jetzt nichts dagegen machen. Aber auf jeden Fall habe ich hier eine Kiste voller Produkte. Und ich sag euch einfach, was ich wie benutze und welche Produkte wirklich meine Hautpflegeroutine zurzeit revolutioniert haben. Meine Lippen sind ein bisschen trockener heute. Allerdings werde ich euch natürlich auch mitnehmen, um euch meine tägliche Tagesroutine zeigen. Ich würde einfach sagen, ich fange einfach an, euch die Produkte zu zeigen. Es wird ein bisschen durcheinander, aber ich hoffe, ihr bleibt dran und findet so ein paar wahre Schätze für euch. Allererste Sache, ich bin ein bisschen mehr zurück auf Naturkosmetik gekommen, weil ich früher das benutzt habe und das am besten für mich funktioniert hat. Und so wie ich gerade feststellen musste, ja, Naturkosmetik funktioniert einfach am besten, weil es sanft ist. Ich weiß, wie geil es ist, wenn irgendwelche Produkte irgendwas Besonderes haben, Parfüm, irgendeine bestimmte kühlende Wirkung oder was auch immer, aber wenn da Bullshit-Inhalte drin sind, weil im Endeffekt geht es nicht um die Erfahrung, sondern um das Endergebnis. Es kommt ein einzelnes Video dazu, weil ich euch dieses Ding hier vorstellen will. Viele Leute wissen, ich hatte jahrelang eine Clarisonic, eine 250 Euro, diese Pro-Version, die ist damals die beste war, die ist dann eine Woche nachdem die Garantie vorbei war, kaputt gegangen. Fuck you, Clarisonic. Ich wollte mir fast schon eine kleine Mia kaufen für 120 Euro. Da habe ich mir so gedacht, so, nee, du suchst dir den perfekten Dupe und ich habe viele Bürsten durchgemacht. Ich habe halt auch alle zu Hause da. Aber diese. Diese ist die einzige mit Ultraschall für, glaube ich, 30 Euro. 30 oder auch 250. Das ist ein Unterschied und das teaser ich hier an. Und seitdem ich diese Bürste wieder in Besitz habe, also diese Art von Bürste mit Ultraschall, ist wirklich sehr vieles anders geworden. Das geht wirklich unter die Haut und es reinigt wirklich. Es kann ein bisschen irritierend sein. Gerade am Anfang ist mir aufgefallen, ich habe ein paar kleine Pickelchen bekommen, aber es waren nicht diese riesengroßen Bumps, die man sonst kriegt oder diese typischen Stress. Oder was man halt auch vom fettigen Essen bekommt. Nicht sowas, sondern wirklich nur kleine. Und sobald sich die Haut dran gewöhnt, ist es richtig geil. Und die Aufsätze kann man auch nachkaufen bei Amazon. Die Bürste könnt ihr ja mit so einem Spray ganz einfach desinfizieren und fertig ist. Kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen und zu abonnieren, damit ihr dieses Video nicht verpasst. Kommen wir zu meiner Hautpflegeserie. Hauptpflegeserie. Egal. Ich habe früher Alverde benutzt und ich habe mich wieder zurückgezogen zu Alverde. Aus dem Grund, dass Alverde Naturkosmetik ist. Die packen nicht die schlimmsten Inhaltsstoffe rein. Ich weiß, einige sind kritisch, aber die machen nichts Krasses, keine Silikone, nichts, was eurer Haut schadet. Die nächste Sache ist zu der Verpackung. Also, es ist meistens in Papier verpackt und das Plastik ist recycelt. Ich versuche immer mehr so auf sowas zu achten. Vielleicht so ein Denkanstoß. Ich weiß, ich habe ein Produkt gezeigt und ich laber schon wieder so lange. Es tut mir leid, aber es ist wirklich alles Wichtige zu erwähnen. Und wir fangen auch schon mit dem ersten Produkt an, welches ich mir als erstes auch wieder rangeholt habe. Ein Rosenwasser. Das ist hier ein Toner. Das ist nicht pures Rosenwasser. Da ist Rosenwasser drin, aber auch noch andere Stoffe. Da ist Alkohol drin. Das muss ich hier dazu erwähnen. Alkohol trocknet aus. Allerdings finde ich bei einem Toner, finde ich Alkohol nicht schlimm. Aus dem Grund, weil Alkohol halt auch desinfizierend wirken kann. Und gerade bei Alverde ist es so, dass sie Alkohol und diese typischen Standardsäuren als Konservatoren benutzen, anstatt irgendwelcher Scheiß-Inhaltsstoffe, die eure Haut schaden. Wenn wir schon von Rosenwasser reden, habe ich mir auch gleich das Spray geholt. Es ist einfach so richtig geil. Ich habe es auch schon ein paar Mal als Setting-Spray benutzt. Es ist immer wieder schön erfrischend. Es verbessert nicht nur optisch das Hautbild, weil so ein schöner Glow ist. Ich habe auch das Gefühl, man toucht sich ja auch immer wieder an und kommt in Ding mit Berührung, Kleidung, Mütze, was auch immer. Und man hat nicht immer Zeit, die Haut zu reinigen. Wenn ihr damit euch einsprüht, habe ich das Gefühl, dass es irgendwas macht, wenigstens dieses
antibakterielle. Dann, das ist neu eingezogen. Ich habe meine jetzige Routine ein bisschen anders gemacht. Und zwar benutze ich das nachts, beziehungsweise wenn ich nicht vorhabe, Make-up zu tragen. Aus dem Grund, dass da keine Silikone drin sind, beziehungsweise irgendwelche Art von Silikone. Es gibt viele verschiedene Formen, wohinter sich Silikone verstecken in den Inhaltsstoffen. Aber auf jeden Fall sind da keine drin. Es scheint zu funktionieren. Ich benutze es aber nicht alleine. Und zwar, was ich benutze, und das habe ich schon, ihr könnt hier sehen, hier ist eine leere Flasche, beziehungsweise nicht leer, aber die war mal leer. Und so sieht es normal aus. Und zwar ist es ein Gesichtsöl mit Rosenextrakt, Wasser, was auch immer drin. Auf jeden Fall habe ich das mir aus dem Grund gekauft, weil ich mal Gesichtsöl ausprobieren wollte. Und es verstopft keine Poren. Allerdings finde ich, das gibt eine schöne Barriere, ist aber nicht schon durchfeuchtend. Also ich mag dieses Durchbefeuchtete von innen. Deswegen nehme ich das als Zusatz, beziehungsweise wenn ich zum Schwimmbad gehe, benutze ich das nach dem Schwimmen im Schwimmbad drinne. Es ist ein Wundermittel. Also ich würde euch empfehlen, einfach mal Öle auszuprobieren. Ich habe natürliche Öle ausprobiert. Also Olivenöl, vergisst es, das verstopft Poren. Kokosöl kann funktionieren. Bei mir macht es verstopfte Poren und Pickel. Deswegen kann ich es nicht benutzen. Das ist safe. Ich gebe immer ein, zwei Tropfen zu einer kleinen Menge dazu. Und was ich hier drinne eingefüllt habe, ist Teebaumöl. Und Teebaumöl ist das, was meine Hautroutine auch revolutioniert hat. Teebaumöl ist gegen Pickel das Geiste, was ihr euch antun könnt. Ich habe es, glaube ich, nicht in die Kiste gepackt, aber es steht im Bad. Das ist so ein ätherisches Öl, kriegt ihr bei DM, Rossmann, überall von Alverde, Alterra. Ich benutze es eigentlich fast überall. Wenn ich auf dem Wattepad ein bisschen Toner gebe, gebe ich halt auch ein Tröpfchen Gesichtsöl dazu und ein Tröpfchen Teebaumöl. Teebaumöl brennt wie Sau, deswegen müsst ihr es verdünnen. Wie schon gesagt, deswegen, ich gebe ein Tröpfchen dazu und dann mache ich meinen Toner im Gesicht. Wenn ich mich eincreme, mache ich ein Tröpfchen zu dieser Tagespflege dazu. Das mache ich immer. Und wenn ich richtig krass drauf bin, dann feuchte ich ein Wattepad an, gebe ein Tropfen davon und gehe über mein Gesicht. Und das ist das Krasseste, was ich mache. Und ja, es brennt wie Sau. Aber wenn ihr euch direkt danach eincremt, geht die brennende Wirkung weg. Wir sind gerade so schön bei Alverde, deswegen meine Abschminktücher, die ich zurzeit benutze, sind auch von dieser Rosenreihe. Bei dem ist das Ding, die nicht immer, aber manchmal brennen die wie Sau. Oh mein Gott. So ein brennendes Gefühl. Aber die funktionieren und es ist keine Hautirritation, wie ich gerade eben schon gesagt habe. Deswegen bin ich damit einverstanden. Weil es gibt Tücher, wie zum Beispiel von anderen Firmen, da tut es einfach weh beim Abschminken. Ich weiß, ich bin sehr empfindlich, ist mir schon klar. Aber ich habe lieber sowas hier, was sanfter ist, von der Papiertextur her ist. Zum letzten Alverde-Produkt, und zwar dieses Waschgel hier. Das ist mit Tonerde, also so ein Clear-Waschgel. Heilerde und grüner Tee, genau. Das macht gefühlt gar nichts. Gefühlt. Also als ich das erste Mal benutzt habe, war so... Okay. Aber es ist wirklich ausreichend. Es reinigt, gerade wenn ihr Gesichtsbürste verwendet. Das ist alles, was ihr braucht. Könnt ihr auch ein paar Minuten mehr drauf lassen. Da wirkt die Heilerde natürlich noch krasser. Kommen wir zurück auf Thema Tagespflege, denn ich habe viele verschiedene Produkte, die ich immer wieder mal verwende. Und zwar meine alte Pflege bestand aus dieser Neutrogena-Serie. Die funktioniert bei mir zum Teil richtig geil. Es tut mir richtig leid, dass ich diese aufbrauche und nicht mehr nachkaufen werde. Aber da sind Silikone drin. Will keine Silikone in meinem Gesicht haben. Wir tragen schon den ganzen Tag, okay, wir. Also wenn ihr euch schminkt, ihr trägt schon Concealer und irgendwelche Dinge auf der Haut, da will man wenigstens nachts keine Silikone haben, damit die Haut ein bisschen durchatmen kann, die Poren nicht verstopft sind. Deswegen, ich brauche sie zur Tagespflege, also tagüber, weil diese sind richtig geil. Da ist Hyaluronsäure drin. Hyaluronsäure ist was richtig Geiles. Ich werde in der Zukunft von Ordinary Me Produkte anschaffen, um mal ein bisschen da was zu herumprobieren, weil Hyaluronsäure hilft es, die Haut besser zu durchfeuchten. Die kann irgendwie das 100- oder 1000-fache an eigener Wasserstoffe, also nee, nicht Wasserstoffe, H2O-Ketten an sich binden, und das heißt, sehr viel Wasser kommt in eure Haut. Wenn ihr so jetzt sagt, okay, Silikone machen mir nichts aus, kann ich euch das auf jeden Fall ans Herz legen. Die sind immer wieder mal bei Rossmann oder bei dem im Angebot. Weitere Pflege, die ich aufbrauche, das benutze ich auch tagsüber, beziehungsweise wenn ich in mein Zimmer bin und nicht ins Bad gehen will, aber Feuchtigkeit brauche. Ich muss jetzt was zurücknehmen, und zwar habe ich mir die Inhaltsstoffliste angeguckt. Da sind auch Dimethikone drin, also andere Formen von Silikon. Dann würde ich mal sagen, wird das halt auch aussortiert. Also ich brauche es natürlich auch, aber danach kaufe ich es nicht mehr.
Ihr kennt diese typischen Balea-Cremes, gibt es viele verschiedene Sorten. Ich habe das im Sommer benutzt wegen Lichtschutzfaktor. Sind diese Inhaltsstoffe nicht das, was ich in meiner Tagespflege haben will? Allerdings werde ich die aufbrauchen und zwar benutze ich die zum Abschminken. Aber ich zeige euch diese Produkte, weil ich benutze sie. Also nur damit ihr Bescheid wisst. Ne? Dann kommen wir zu einem weiteren Balea-Produkt und zwar dieses Aquagel. Es hat auch nicht die geilsten Inhaltsstoffe, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich mag es, wenn ich mal das Gefühl habe, meine Falten unter den Augen sind ein bisschen tief. Das heißt, ich habe zu wenig Wasser getrunken. Das ist richtig geil. Das kühlt. Das hat so einen Roller. Ich werde es mir vielleicht nachkaufen, vielleicht auch nicht. Mal sehen. Vielleicht gibt es da von Alverde oder Alterra irgendwas oder anderen Naturkosmetikmarken. Ich taste mich da ein bisschen heran. Und ich benutze es auch gerne auf den Lippen. Es macht nichts Besonderes. Also es ist kein anhaltendes Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist die einzige Pflege, die ich zurzeit von Balea benutze. Und die ist, glaube ich, leer oder fast leer, also nur noch eine Benutzung drin. Die werde ich auf jeden Fall nachkaufen und zwar ist da diese Fruchtsäure drin, also AHA-Säure. Falls ich mal etwas Stärkeres haben will, falls ich zu viele Hautschuppen habe und die unbedingt loswerden muss, aus welchem Grund auch immer, das funktioniert sehr gut und die Inhaltsstoffe sind auch nicht die geilsten, aber das würde ich immer wieder nachkaufen, wenn ich etwas Besseres nicht finde. Und zwar kommen wir halt zum Thema Ordinary. Ich weiß, dass es von Ordinary verschiedene Toner und Serien gibt. Ich werde heute auf jeden Fall mal bei Douglas vorbeischauen. Es gibt eine Filiale bei uns in Berlin, die Ordinary haben und da werde ich auf jeden Fall mal gucken, ob es das da gibt und das mal ausprobieren und dann werde ich euch sagen, ob ich das ersetzt habe oder nicht, weil ich irgendwelche Art von Säure brauche für zwischendurch für dieses chemische Peeling, weil ich mag manuelles Peeling nicht mehr, weil es halt einfach mehr Schaden antut, als es gibt, weil Säurepeeling, das verätzt die Haut und also nicht verätzt, aber es ist sauer und es macht halt Hautschuppen chemisch weg, anstatt wenn ihr irgendwie reibt und euch so Wunden, so Mini-Wunden ins Gesicht macht, das macht keinen Sinn, die mehr schaden, als ihr Gutes anrichtet. Und zwar habe ich das im letzten Video auch gezeigt, das Lovely Abschminköl. Ich habe unter meinem Video einen Kommentar bekommen, wo sie meinte, dass das nicht funktioniert. Also bei mir funktioniert das bei allen wasserfesten Produkten, aber wie schon gesagt, es ist halt sowas, ihr könnt es nicht an sich selber verwenden, ohne dass ihr einen Ölfilm habt. Also ich gehe danach noch mit einem Waschgel rein, um das abzukriegen, aber ansonsten funktioniert das bei mir relativ gut. Ich werde jedoch auf Balea zurücksteigen, beziehungsweise ich gucke mich in Naturkosmetik herum, ob da Abschminköle gibt. Wenn wir schon bei Lovely sind, ein Produkt, was ich mir immer wieder nachkaufen würde, ist diese Gesichtsmaske, wenn ich nichts Besseres tatsächlich finde. Es ist eine richtig geile Maske. Also wirklich was so, weil eine Tagespflege zieht ein und dann ist fertig. Und so eine Gesichtsmaske erwarte ich, dass es ein bisschen mehr macht. So eine Art Haarkur fürs Gesicht, also halt eine Gesichtskur. Das feuchtet durch. Und es macht eine Schutzschicht, also es ist so eine kleine Rückschicht auf der Haut da. Das mache ich gerne, wenn ich Serien gucke, wenn ich aufräume und deswegen würde ich das wahrscheinlich nachkaufen. Aber wie schon gesagt, da gucke ich erstmal, ob es nicht irgendwie welche besseren Produkte gibt, weil hier ist das Ähnliche mit den Inhaltsstoffen, dass es halt nicht das Geiste ist. Dann ein paar Produkte, da bin ich mir unsicher. An sich, also die sind aggressiv und die Inhaltsstoffe sind schlecht, aber funktionieren bei mir gut, sind auch keine Silikone drin, glaube ich. Also ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, hier sind keine Silikone drin, also die Skincare Active Produkte von Garnier. Und zwar gibt da es diese schwarze Erde Version. Da mag ich den Geruch auf keinen Fall. Und die beste ist diese. Macht ein richtig geiles frische Kick und der Geruch ist ertragbar für mich. Das ist aber ein manuelles Peeling. Da ist nicht nur Salicylsäure drin, die halt auch wie AHA-Säure, also Fruchtsäure, funktioniert. Allerdings, ja, wie schon gesagt, also diese kühlende Wirkung, die beruhigt die Haut, also Rötungen gehen weg. Allerdings ist es, wie schon gesagt, ein manuelles Peeling und ich versuche wirklich ein Säurepeeling zu finden, effektiver und sanfter ist. Also die benutze ich, aber die werden wahrscheinlich nicht mehr nachgekauft. Diese Masken, also das sind beide von der Tonerde Absolut-Reihe. Das ist einmal Detox und einmal diese Anti-Akne. Ich benutze beide gerne. Die machen wirklich Poren tiefen rein. Die Haut ist danach ausgetrocknet, ist ja auch klar. Es ist halt eine Gesichtsmaske. Ich weiß, es gibt Heilerde. Ich habe Heilerde zu Hause, benutze ich auch. Aber wenn ich mir die Masken selber anmische mit Rosenwasser und was auch immer, das hat nicht die gleiche Wirkung wie sowas.
muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist zwar auch geil, aber das ist viel effektiver und muss ich leider sagen, hat die Naturkosmetik für mich leider noch kein Produkt rausgehauen. Das werde ich auf jeden Fall erstmal behalten. Heilerde gezeigt von Luvos, das kostet glaube ich 6-7 Euro. Heilerde kann man immer zu Hause haben, Heilerde ist immer gut zu haben. Manchmal bade ich gerne darin, ja, ihr badet sozusagen im Schlamm. Heilerde ist für alles gut, könnt ihr auch essen, also nicht diese, es gibt Ess-Heilerde. Liest euch einfach durch, es gibt bestimmt 1000 Videos, die euch erklären, was Heilerde macht und wozu Heilerde gut ist. Jetzt kommen wir mal zum Thema Wegwerfmasken. Da bin ich ich brauche alle auf, die ich habe und welche, wenn ich welche geschenkt oder zugeschickt bekomme, werde ich die natürlich aufbrauchen. Allerdings werde ich mir persönlich jetzt wahrscheinlich keine mehr kaufen, weil es so eine Plastikverschwendung ist. Also hier habe ich von, ich glaube das ist von Shebens oder von Garnier, die sogar von Salt House, und zwar ist es eine tote Erde Maske, tote Erde, totes Meersalz. So, totes Meersalz kann man halt auch im Papier kaufen zum Baden, benutze ich gerne. Kann ich euch empfehlen. Und es gibt halt auch Gesichtsmasken davon. Es gibt von Shebens eine Reihe, die habe ich mal ausprobiert. Die funktioniert bei mir leider nicht. Die brennt bei mir sehr stark. Ich habe noch die Salbe. Und Thema Tuchmasken. Tuchmasken sind so eine Umweltverschmutzung. Das ist meine allerletzte, die ich habe von Neutrogena. Ich habe die von Garnier ausprobiert. Da mag ich die schwarzen sehr stark. Also die mag ich am meisten. Ansonsten die von Neutrogena sind geil. Da ist Hyaluronsäure drin. Allerdings sind da glaube ich auch Silikone drin. In dieser speziell jetzt nicht, soweit ich sehe. Also schon mal gut. Aber in der blauen Version sind glaube ich Silikone drin. Da war ich mir sicher, weil ich mir nur noch die gekauft habe danach. Es ist jetzt keine krasse Wirkung, so nach dem Motto, oh mein Gott, ich benutze jetzt jeden Tag so eine Gesichtsmaske, dann bin ich irgendwann mal ein Glowing Goddess. So ist es nicht, aber diese Masken sind richtig geil zur Entspannung. In Zukunft leider nicht mehr. Und dann eine Maske, die ich mir nachgekauft habe. Das ist Jean und Len. Naturkosmetik, keine Mineralstoffe, vegan. Keine Silikone, keine Parabene. Also das ist auf jeden Fall eine gute Alternative. Ist trotzdem Müll, falls ihr versteht, was ich meine. Für mich vertretbarer und das ist meine zweite. Kommen wir zur Lippenpflege. Und zwar benutze ich die Sorte Eos am liebsten. Die ist auch fast schon aufgebraucht, wie ihr sehen könnt. Die funktioniert jetzt im Winter nicht am besten, weil meine Lippen sehr spröde sind jetzt gerade im Winter. Meine Lippen leiden. Und wie schon gesagt, ich habe hier gerade wirklich sehr viele Schüppchen. Allerdings zeige ich euch gleich mein Wundermittel. Das habe ich natürlich nicht vergessen. Das benutze ich in letzter Zeit weniger, aber ansonsten habe ich das eigentlich immer parat, entweder mein Zimmer im Bad. Einzige Version von Eos, die bei mir nicht austrocknet. Schon mal 1000-mal besser als Labello. Lip Scrub 183 Days. Das mochte ich. Habe ich aufgebraucht. Ist aber auch mal wieder das Thema manuelles Peeling. Da habe ich lieber Säure. Beziehungsweise für die Lippen habe ich noch was Besseres. Und dann gibt es halt noch diese Ananas hier. Ihr könnt sehen, habe ich auch schon deutlich aufgebraucht. Trage ich gerne als so dickere Maske auf meinen Lippen auf. Ist aber auch nur so eine Kurzzeitwirkung. Was wirklich bei mir hilft, ist die Tagespflege. Ja, mit Teebaumöl. Müsst ihr aufpassen, dass es nicht in euer Mund reinkommt, weil ich weiß nicht, ob Teebaumöl gut ist. Und ein bisschen Kokosöl drüber. Kokosöl funktioniert bei meinen Lippen am besten. Ist mir aufgefallen, weil ich mag dieses Oil Pulling. Und mir ist aufgefallen, dass meine Lippen gleichzeitig dadurch geschmeidiger geworden sind. Wenn ihr eure Lippen retten wollt, sagen wir mal, ihr habt 2 Stunden Zeit, beziehungsweise eigentlich nicht 2 Stunden, ich glaube, es geht nach einer halben Stunde auch schon, aber ich lasse es immer länger drauf. Und zwar die gute alte Pinatencreme. Das ist kriegt ihr bei DM und bei Rossmann bei der Babyabteilung. Und das ist die Schutzsalbe, also die halt Creme schützt sofort und beruhigt. Das habe ich als Tipp von einer Freundin bekommen und für mich selber umgesetzt. Und zwar mache ich eine richtig dicke Schicht auf die Lippen. Ihr seht verrückt aus. Allerdings irgendwann mal fängt an euch aufzufallen, irgendwie irgendwas ist auf den Lippen drauf. Und dann reibt ihr so herum und dann geht ihr zum Spiegel und dann seht ihr, okay, meine Lippen lösen sich gefühlt auf. Keine Angst, das ist nur die äußerste Schicht. Und dann habt ihr Babylippen. Oh mein Gott, ich werde euch die Wirkung zeigen. Ich werde euch ranzoomen und zeigen, wie meine Lippen jetzt aussehen und dann euch zeigen, wie die dann danach aussehen. Ich werde, wie schon gesagt, euch ins Bad mitnehmen und euch zeigen, wie ich meine Pflegeroutine durchführe, beziehungsweise ich weiß nicht, ob man das hier auch im Zimmer machen kann. Nee, ich mach's lieber im Bad. Zeige ich euch, was ich so mache mit meinem Gesicht jeden Tag. Ich mach natürlich nicht alle Produkte, das wäre jetzt Overkill.
Ich weiß, das Video ist schon viel zu lang, aber ihr habt gerade meine Pflegeroutine gesehen. Aber die wichtigsten Sachen, die ich euch nicht vorenthalten will: immer abschminken. Immer. Nicht in Make-up schlafen gehen. Das ist das Schlimmste, was ihr machen könnt. Das habe ich früher gemacht und das habe ich immer bereut. Dinge, die jeder YouTuber immer sagt und was man nicht hören will, aber was die Wahrheit ist. Erstens, Wasser. Ihr könnt so viel von außen machen, wie ihr wollt, aber das, was von innen kommt, das ist das, was im Endeffekt alles rausmacht. Und Ernährung. Ihr könnt die teuersten Produkte haben, die auf dem Markt sind, die geilsten Produkte haben, die auf dem Markt sind. Aber wenn ihr jeden Tag 3 Packungen Chips isst, dann wird eure Haut Pickel kriegen, denn das ist gerade so fettig und so schlechte Fette. Eure Poren werden verstopfen. Ihr glaubt mir, versucht einfach da was dran zu kurbeln und an eurer Pflege was zu kurbeln und zusammen ergibt es ein Ergebnis. Und die letzte Sache, die ist, was für mich funktioniert, muss nicht für euch funktionieren. Deswegen, falls ihr irgendwelche Produkte ausprobiert und die funktionieren nicht, es tut mir leid. Und natürlich Sport, Leute. Ja, das sind halt so Dinge, die ihr beachten könnt. Ihr müsst nicht alles umsetzen und wie schon gesagt, wir sind nicht perfekt und kleine Schritte, nicht alles auf einmal ändern wollen, weil dann Motivation ist sofort weg und nicht schnelle Ergebnisse erwarten. Ansonsten sind wir schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und was Neues lernen. Aber wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst natürlich nicht, einen Daumen nach oben zu geben und schreibt in die Kommentare, falls ihr irgendwelche Fragen habt, eure Produkte mit mir teilen wollt oder was ihr gerade gegessen habt oder wie euer Tag war, könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben. Ich antworte immer drauf. Ansonsten habt ihr jetzt natürlich Zeit, meinen Kanal zu abonnieren. Es laufen 2 Verlosungen noch, bis Ende der Woche und eine, glaube ich, sogar noch ein bisschen länger. Auf jeden Fall verlinke ich euch beide Videos jetzt gerade. Könnt ihr natürlich teilnehmen. Warum denn auch nicht was Schönes gewinnen? Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!